härtere Maßnahmen gegen Russland gefordert. Die CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Sonntagabend ihre Forderung erweitert. Wegen des russischen Vorgehens im Ukraine-Konflikt, Schiffen aus Russland das Einlaufen in westliche Häfen zu verweigern. Dies sollte man für europäische und für US-Häfen ins Auge fassen, sagte die Kandidatin für den CDU-Vorsitz im Ersten der ARD. Zuvor hatte sie dieses Abfertigungsverbot für EU-Häfen gefordert. Ganz offensichtlich habe Russlands Präsident Wladimir Putin den Eindruck, dass er sich ein solches Vorgehen gegenüber der Ukraine leisten könne. Sie sei der Auffassung, dass man der Erfahrung Rechnung tragen müsse, dass bisher der harte Punkt noch nicht erreicht sei. Sonst wäre Putin diesen Weg nicht gegangen, sagte die CDU-Politikerin. Dagegen mahnten Politikerinnen und Politiker von SPD und Linkspartei zur Zurückhaltung. Man müsse vor allem die diplomatischen Bemühungen verstärken.